Ui, bisschen zurück, bisschen zurück. Wir sind noch immer da eigentlich. Man kennt es meistens am T-Shirt. Da ich so, wieso noch immer Sommerhitze habe, dieser Sommer ist ein Wahnsinn mit der Hitze. Viel zu heiß, viel zu heiß, viel zu lange, viel zu heiß. I saw her rolling. I hate it. Oma Sparko. Oma Sparko. Bin nicht auf dieser Seite. Ja. Follow the Scooter, brauche ich kein Headset tragen. Das ist ein bisschen sanfter für mich. Okay, was haben wir hier Fettes? Metrostation, gell? Ja. Metrostation brauche ich nicht. Ah, ja, übrigens, ich habe einen Röster mir gebaut. Wir rennen jetzt mit Röster rum. Okay, wo ist die Kanalisation, die ich suche? Das ist ja die Frage. Die Malakor. Hier drüben gab es noch was. Ich glaube, das ist weiter weg auf der anderen Seite des Ufers. Anderes. Oh, hier drüben war es irgendwo. Oh, hast du das gesehen, Chris? Das war knapp. Ich war fast unvorsichtig. Ich hätte mein chinesisches Sturmgewehr zu Hause lassen können. Ein paar Sachen habe ich mir in die Truhe gelegt, wo ich glaube, dass ich die noch später brauchen werde. Hier drüben ist der Eingang, glaube ich. Ah, hier unten, ne. Okay, niesen. Zurückgehalten. War da drüben Supermutant? Ein Centauri. Ziemlich das Gleiche. Okay, das Ding ist richtig gefährlich. Also, wir werden versuchen, Minigun-Munition aufzubrauchen. Und Rösti ein bisschen reinhauen. Rösti ist auch cool, aber gefährlich, weil sie selbst Schaden machen sollten. Komme ich hier nicht rauf? Verdammt. Ach, verdammt, muss ich niesen. Was ich so von Erinnerung habe, ist es, glaube ich, besser von oben reinzugehen. Aber wir sind am Centauri nicht vorbei. Also rein hier. Das ist ein gefährlicher Ort, also muss ich hier vorsichtig sein. Wenn die Minen davor nicht schon Warnung genug waren. Okay. Minigun. Naja. Genau die Sachen, die ich gerade verwendet habe, um das herzustellen. Laubbläser, Kronkorkmine, brauche ich eigentlich bald. Okay, ich brauche einen Cherrybombenfernseher, für was benutzt. Dachte, ich hätte was gehört. Da ist schon der erste. Es ist gut. Vorsicht. Die Minigun war doch nicht so effektiv. War nicht so effektiv. Nicht cool. Ja, deswegen habe ich sie mitgenommen. Vorkriegsbücher. Ah, mehr Sachen.
Fleißnägel, das würde ich auch nochmal nachschauen. Die Zigarettos, die brauche ich, glaube ich, für die Seilpistole. Die wurden auch schlecht bezahlt, diese Ödländer. Ram, oh yeah. Geil. Uff. Auch hier. Krass. Ich hab die Gabel gelootet. Voll lauter Begeisterung. Oh, die kann ich mir in den Spinn stecken. Weg mit den Gabeln. Nein, nein, nein. Gabel. Die Rüstung wird hier drin richtig wichtig sein. Vorsicht. Kleine Bastard hier. Dazu treffen ist halt. Alles in die Decke dann. Alles in die Decke hinein. Chris. Oh. Verdammt, schau dir das an. Okay, die Minigun scheint nutzlos zu sein. Pur, 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 pur. Richtig pur, fällt mir. Da wollte ich noch nicht rein. Brauche ich was Langsames für die Minigun. Also Sturmgewehr wieder dann. Keine Monster. Ich wollte mich heilen. Die machen viel Schaden, die Typen. Altmetall. Gutes altes Altmetall. Weg hinauf. Krieg so viel Pfeilmoni. Ach schau, der hat Lederrüstung und einen Holzhammer. Dampfrüstung. Ja. Brauchen Rüstung. Hier schon drinnen. Dann kommt Frau Brocks Bootsmittel mit aufhängen. Das benötigt ein Bett zum Schlafen. Baseballschläger hat fast kein Leben hier. Lassen wir zurück. Schaut nach einem angenehmen Platz zum Wohnen aus. Blutpaket. Was sind die guten? Sieht nicht gerade stabil aus. Okay. Ah, Boden. Gut, Kohlaut. Türbestandteil. Ich würde sagen, dass das ein Questteil ist. Kantine. Sonst noch was hier? Habe ich was übersehen? Kommt nichts raus. Was wollte ich? Was wollte ich?
Keine Ahnung. Ah, das wollte ich. Den Kram reinwürgen. Hängt den Kram halt. Ich glaube, hier gibt es noch fette Mad-Lurks drinnen. Die sind gut mit Minen zu bekämpfen oft. Und okay. Wir sneaken hinein. Sneaken. Das wird gleich richtig fertig hier. Vorsicht. Die alle unter mir. Ja. Ich werde sie so richtig schön fertig machen. Gut. Oh, er kommt sogar her. Ich will nicht in die Wand schießen. Gut. Minigun holen. Minigun. Minigun. Da steht er nur rum. Es ist gut, wieder im Spiel zu sein. Ja, die wird verkauft. Ist zwar nichts wert, aber das nicht einmal weiß ich, dass ich das nicht brauche. Nutzlos. So viel Loot. Viel Auswahl. Wollen Sie mich verarschen? Schön fürs Gesicht. Sehr gut. Perfektes Timing. Gebe dich die Damen. Blende die. Irgendwie. Irgendwo, irgendwann. Ich glaube, ich gehe zuerst hinauf. Unten ist nochmal das fettere Lager. Hier oben ist dann ein anderer Ausgang. Der eigentlich auch ziemlich gefährlich ist, den ich betreten wollte. Die Fehle des Söldners. Wenn Sie diese Aufnahme hören, wurden Sie für vertrauenswürdig befunden. Ich hoffe sehr, dass das wirklich so ist, denn diese Aufnahme wird uns beide in Gefahr bringen. Ich bin auf der Flucht aus dem Commonwealth. Ich bin ein Androide, ein synthetischer Mensch, ein Sklave. Meine Verfolger kennen keine Gnade und werden vor nichts Halt machen, um ihren Besitz wiederzuerlangen. Ich brauche einen Arzt im Ödland, um mich einer Gesichtsrekonstruktion zu unterziehen, und ich brauche jemanden mit speziellen Computerkenntnissen. Ich muss mein Gedächtnis löschen und mein Gesicht verändern, um ein anderes Aussehen anzunehmen. Okay, raus hier. Schauen, was für eine böse Überraschung hier oben auf uns wartet. Ich habe irgendwas Schlimmes, irgendwas Schlechtes habe ich in Erinnerung. Weiß nicht warum, vielleicht auch nur Minen. Vielleicht auch gar nichts.
Ben Cammy. Wer bist du? Ich habe einen Supermutanten im Busch kommt. Ich habe vergessen, wie beschissen hier alles ist. Gott sei Dank, Wasser. Ich habe keins mehr. Sie müssen mir etwas Wasser geben, sonst bin ich erledigt. Sie haben mir gerade das Leben gerettet. Das werde ich Ihnen nicht vergessen. Und jetzt? Sag mir nicht, dass du unwichtig bist. Ich kann noch nicht reisen, aber dank Ihnen werde ich bald wieder auf den Beinen sein. Ich hätte nie gedacht, dass mir im Ödland jemand helfen würde. Ben Camping sagt mir gar nichts. Vielleicht war es einfach ein Talon Hinterhalt letztens, dass ich das Spiel gespielt habe. Vielleicht habe ich deswegen diesen Ort in komischer Erinnerung. Oh, was für ein Sonnenuntergang. Ben? Ich kann noch nicht reisen, aber dank Ihnen werde ich bald lass wieder auf dem Leben. Leben. Kommst mir wichtig vor. Okay, runter hier. Schauen, was unten hier so abgeht. Oh, nicht runterfliegen. Will nicht durch Fall Damage sterben. Ein realistischer Tod zurzeit. Okay. Groß Denkmalanlage. Da war ich auch noch nicht drin, oder? Oder ist das das von dort nicht gekommen, glaube ich. Okay. Bin mir nicht sicher. Dieser Raum schaut interessant aus. Hier ist es ein Gang. Wo ist die? Ich das vermisst habe. Nein, nicht Jericho. Ich werde sie so richten. Verkrüppeln. Nein, verkrüppelt ihr wohl. Perfekt. Go, was machst du? Okay, na, da hat sich die Minigun doch mal ausgezahlt. Malakfleisch. Sind sie auch richtig gefährlich, die Jäger? Beziehungsweise war das eine gute Taktik. Ich wollte hier rein, ich wollte hier rein. Auch ein normales Fleisch. Hat auch nur normales Fleisch. Ein Drummond Steak. Frisch rausgebraten. Und Flamme ist irgendwie das Beste. Hier haben wir auch gutes Fleisch und Kuchen. Was wohl ein Melder Kuchen wirklich ist. Ein Fischkuchen. Ein hartes Fallobst. Perfekt für mich. Welche erste auf bei 100%. Oh, gar nichts. Nicht, warum nicht? Red Act wird bei mir hoffenweise wieder verkauft.
wieder mehr Fleisch, ja. Mehr Fleisch. Okay. Und Germoni, schaut noch gut aus. Hier war was Fettes wieder, oder? Jäger? Nein, gut. Ein guter Headshot-Chance. Gute Erfahrung geben die auch. Yeah. Oh, mehr Fleisch. Okay. Wahrnehmung 5. Okay, wenn wir einen Schlüssel finden. Warum stehen wir hier rum? Aber gern. Lassen Sie sehen, was Sie haben. Okay. Meister kommt in den Safe dann. Oh nein. Nein. Verdammt, Jericho. Ja, stürzen wir uns in die Action. Noch immer überlastet. Wie unangenehm. Ah, Minigun ist zu schwer. Verdammt. Ah, das stört jetzt. Verdammt. Ah, Mist. Ich müsste jetzt fast zurückgehen, Sachen verkaufen, Mylock Fleisch in den Kühlschrank geben und dann wiederkommen. Ah, das mache ich. Mach die Episode hier vorbei, edit die beiden Parts zusammen und dann bin ich gleich wieder zurück hier. Bis heute in der Zwischenzeit. Blöder. Okay, ich bin weitergegangen und habe gerade einen Gegner gefunden, den ich eigentlich nicht ganz bekämpfen will. Aber hier sind wir. Weiler König. Legal verkehrt, ich hab gewonnen, schadet mich nicht. Wird ein interessanter Fight. Okay, okay. Psycho, Maddox und Bufford. Im Chat auch gleich ran. Was macht denn am meisten Schaden? Sturmgewehr einfach. Komm, erwarte mich verblutet zu sehen. Vorsicht! Wie geht's dir? Nicht so gut. Jetzt mein Jericho. Sehe ich nicht. Oh, nur nicht sterben, Mann. Nur nicht sterben. Wie ich das vermisst habe. Nächstes Viech. Ja, gleich mal einen Mylock-König erledigt. Ah, ich habe ja nichts mehr auf der oben Taste. Nicht mehr Schaden genommen. Easy. Und den Red Axe reinhauen. Habe ich hier genug davon? Sind die nicht alle Fleisch? Haben sie.
Ich habe schon so viel Mailat-Fleisch in meinen Kühlschrank getan. Und ich kriege anscheinend noch mehr. Wenn noch eine Queen gibt, das wäre noch ein fetterer Fight. Nein, ich will nicht schwimmen. Zu gefährlich. Ertrinken ist ein wahres Risiko in diesem Spiel. Sollte gar nicht darum lungern eigentlich, wenn ich mal La König in der Empfangshalle schon finde. Nein, nein, eindeutig nein. Ja, denke ich mir auch. Wenn ich schwimmen muss, ist ein No-Go. Da brauche ich zuerst was, was mir meine, wo ich mir meine Luft anhalten kann. Zu riskant. Eindeutig. Ich glaube, mehr gibt es hier nicht drinnen. Das war's hier. Man muss weiter schwimmen, um weiterzukommen. Und das riskiere ich einfach nicht beim Permadeath. Dass ich hier weiter schwimme. Okay, kann ich mir draußen noch schnell einen Fight suchen. Oder den Typ mit seinen Mädels besuchen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wen ich meine. Der ist ja auch in der Gegend hier. Keine Ahnung, wie der heißt. Namen. Malerkönig und Schwimmen ist zu viel. Überhaupt der Schwimmteil. Das Ödland. Ja, dann sind wir fertig hier drin. Ich habe schon genug gekillt. Der Typ ist abgehauen übrigens, den habe ich nicht mehr gefunden. Krass von ihm. Ist das sein Haus? Den Typen seins mit seinen zwei Mädels. Haben wir hier unten. Red, Red, Red. Da ist doch was Fetteres auch dabei, oder? Red. Natürlich. Ah ja, mal los. Verdammt, rennt weg. Verdammt, ich. Hier ist er. Oh, die Meere. Bin ich noch getobt? Ich bin eh noch getobt. Erster Schlag daneben ist der Mailer. Up. Oh boy. Hopp, heim, 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 heim. Oh. Da, diesen hier, diesen hier. Unbedingt, der charge mich gerade. Ist dann noch einer gekommen? Das. Der Meil dort gerade anscheinend. Und die gehen alle auf mich. Oh.
um Dawn Centauri. Natürlich. Der frisst Minigun. Gefunden ein ach egal, war nichts. Na, da habe ich auch ein paar gefunden. Oh, ich hätte mich an den Nylock anheilen können. Wo sind sie? Nein, Fleisch von jungen Nylocks da. Ich glaube, das ist viel. Zwei Stück noch. Da. Oh, yes. Da hatten wir noch einen fetten Fight. Chat. Zum Abschluss. Okay, sagen wir Hallo zu den Kakerlaken noch schnell. Den Jericho nicht mal. Ah, was haben wir hier wieder? Abwasserrohre. Dieses Haus interessiert mich. Das ist irgendwo eine Raider-Basis, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Sind weit entfernt, glaube ich. Mach keine Mine, okay. Oh. Hey. Ja, mit wem zum Teufel habe ich's zu tun? Egal, Sie brauchen einen Drink. Jerry, ich bin am Verdursten hier. Sie müssen mehr trinken. Was darf's denn sein? Wie wär's mit einem Drink? Nein? Auch recht. Das sind meine Party-Mädels. Ich bin viel zu männlich für eine einzige Frau. Deshalb brauche ich zwei. Ich treibe sie jede Nacht bis zur Erschöpfung. Warum sollten Sie sich die Mühe machen, sich anzuziehen, wenn ich Sie dann doch nur wieder rausziehe? Ja. So was gibt's denn heutzutage in Videospielen auch nicht mehr. Hey, passen Sie auf, was Sie sagen, Sie Clown. Ich zahle Ihnen nichts. Sie kümmern sich um mich und darum kümmere ich mich um Sie. Wir kümmern uns die ganze Nacht lang umeinander. Fressen, saufen, furzen und bumsen. Hier draußen gibt mir niemand auf den Sack. Ich kann tun, was ich will und mit wem ich will. Oh ja, ja. Sehen Sie zu, dass Sie die Tür nicht am Arsch erwischt, Clownfresse. Bitte, bitte. Was darf's denn sein? Wie wär's mit einem Drink? Die Fresse, Alter. Nein, ich will nichts trinken. Da. Himmel, wenn das nicht ein Prachtexemplar von einem Mann ist. Ich bin Fantasia. Wenn du was brauchst, melde dich einfach bei mir. Er gibt mir ein paar Kronkorken, aber es ist nicht, was du glaubst. Er kann echt nett sein. Und wenn es dunkel wird, hat man einen Mordspaß mit ihm. Das ist, nun ja. Dukovs Wohnung. Haus. Er macht nicht viel anderes als trinken und feiern. Er ist okay. Er kann sogar richtig lustig sein. Und er weiß, wie man ein Mädchen fertig macht. Vor allem bin ich hier sicher. Wenn ich du wäre, würde ich keine Waffe ziehen. Nicht mal, um sie ihm zu zeigen. Da flippt er sofort aus. Und lass dir nicht einfallen, mit ihm um die Wette zu schießen. Er ist echt gut.
verdammt richtig. Sind wir mal nett. Was hast du wegen Waffe ziehen gesagt? Das dachte ich mir. Was denn? Nein, nicht der. Wie wär's mit der Rothaarige? Sie müssen. Oh, Cherry da. Hallo, ich bin Cherry. Was kann ich für dich tun? Natürlich. Warum sollte ich mich sonst um den alten Sack kümmern? Du glaubst doch nicht, ich wäre in den Mistkerl verliebt. Er ist ein lüsterner alter Sack. Der einzige Grund, warum ich mir ihn und seine Bedürfnisse überhaupt antue, ist, dass ich hier sicher bin. Er neigt dazu, zuerst zu schießen und dann zu fragen. Zieh ja keine Waffe in seiner Nähe, sonst knallt er dich sofort ab. Und er ist echt gut. Ja, ja. Keine Ursache. Pass auf dich auf, Zuckerschnäuzchen. Oh, Jericho. Alles klar, Bro. Fetzt dir hier. Wir bleiben nicht lange. Hey, ich kann nicht schlafen, oder? Nein. Ah, ich komme hier zurück. Da gibt es noch eine Quest. Die wird gemacht. Jetzt mal Sonnenuntergang genießen. Die Folge ist vorbei. Ich bin geschlafen. Bin müde. Im Kampf Grabs überlebt. Wie schaut meine Loot aus? Ich kann weiter looten dann. Und weiter fighten. Was auch immer ich machen werde in der nächsten Folge. Wahrscheinlich Waffen suchen. Gute. Peace out.